Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei From Zero to Hero und das Ganze natürlich wieder live aus dem Livestream mit unserem Lieblingsduellanten, den lieben Milo. Hallo. So, und ihr seht, es ist heute ein bisschen nervend laggy. Gerade hier. Wisst der Geier, warum? Ja, wegen Beleuchtung der Nacht wahrscheinlich. Ja, das kann wohl sein. Das kann wohl wahr sein. Ja, meine Hühe, schreibst du mal Start? Ja. Das ist super. So, und meine Lieben, nur so nebenbei, ne, wer schönes Merch haben will, ne, unten in der Videobeschreibung, könnt ihr euch gerne mal auf dem Shop austoben. Da gibt es nämlich das neue Logo, das neue Design von mir. Und ja, gönnt euch, wenn ihr wollt, gönnt euch, meine Lieben. Jetzt will meine Katze wieder raus, warum? Warte, nervt dich die Miezekatze. Erst kam er rein, dann habe ich jetzt die Tür zugemacht, damit das Kind nicht so laut ist und wollte da wieder raus. Ja. Kannst du mal entscheiden, der Kleine, oder? Ja. So, jetzt müssen wir aber hier ein bisschen umbauen. So, mal gucken, ob der Frontlader hier dran geht. Wenn hier abgeht, theoretisch müsste es passen. So. Hier haben wir Festbeleuchtung an hier. So. Palim, palim, palim. Palim, palim, palim. So. Browser immer offen. Gut, senkt mal das Ganze. Und man nehme schon so einen Hufschlepper. Das sieht dann bestimmt auch ulkisch aus. Wenn der das riesen Ding dran hat. Aber ich denke mal, es müsste gehen. So. Können wir nämlich unsere Paletten schön hin und her laden. Oder auch nicht. Alles ein bisschen langsam, habe ich so das Gefühl. Was ist ein bisschen langsam? Ja, so insgesamt. Bei meinem Internet auch so, weißt du, wenn ich was öffne oder so. Ach so, ach heute, ja. Gefühlt so. Aber dem kann ich definitiv beipflichten. Gut, was jetzt keinen Sinn macht, dass wie spulen wir denn die Nacht noch mal? Wie war das? 120. 120. 120. Okay. 120 spulen wir. So, ja, Fabian, das macht keinen Sinn bevor gespult wurde. Sonst kriegen wir da Probleme, weißt du? Ja, yeah, Sauberkeit, das passt. Müssen wir noch was reinmachen? Das macht so keinen Sinn. Ah, sehr clear. Okay, da können wir noch mal voll machen. Das passt eigentlich. Ja. Da, Milo. Janik amüsiert sich gerade. Warum? Weil er gesehen hat, wie ich eine Rolle gemacht habe mit meinem Fiat. Hallo. Ich muss mal kurz ins Hallo. Jo, mach das. So. Wir werden jetzt hier unseren kleinen Hufschlepper, werden wir jetzt erstmal hier positionieren. Denn ich denke mal, das passt ganz gut. Die Palette wird dann als nächstes nämlich fertig sein. Du bleibst stehen, genau. Gut, hier haben wir noch, okay. Wie sieht es hier oben aus? Die ist auch soweit gut. Wo haben wir denn den Besen? Haben wir hier. Machen wir nämlich hier gleich nochmal sauber. Dass wir da vorm Spulen müssen wir mal sehen. Da werden wir die Paletten, denke ich mal, wegnehmen. Weil, ja, beim Spulen wird es natürlich wieder Highlife. Highlife. Highlife wird es hier werden. Mein Misthaufen wird langsam zu groß. Ich glaube, ich muss mal von Melo Mist abfahren lassen. What? Ich rinne viel, ich hab da hier unten, den Besen. Ah, wir sind in der dritten Folge. Jo. So. Folgenmarathon liegt heute vor uns. Ja. Also muss mein Besen, ja. Also so finde ich die Besen ja echt toll, ne? Aber mit dem Laufen, nur so eine Sache. Na. So. Den wir hier herstellen. So, okay, das passt.
Marine machen. Weiß es eigentlich auch irgendwie blöd, vorm Spulen sauber zu machen, aber egal. Weil nach dem Spulen muss ich eh wieder sauber machen. Ja. Sauberkeit. Wie heißt es so schön? Auf jeden Fall hier oben stehen, bitte. Ich sage, wie heißt es so schön? Ordnung ist das halbe Leben. Ja. Das haben mir meine Eltern immer so gesagt, ne? Okay, was habe ich jetzt hier überhaupt noch da, was ich machen könnte? Nix. Man erwischt sich halt auch immer wieder, wenn man seinen eigenen Kindern genau dasselbe sagt. Oh Mist. Jetzt habe ich kein Dings mehr da. Los, Manu, soll ich dir helfen? Nee, ich habe nur schon vorbereitet, aber zu gründlich, sag ich mal. Oha. Nochmal ein Gerät wieder zurückholen, das ich schon positioniert hatte. Macht gar nichts. Der Tortun hat gerüstet im zweiten Monat. Schreibt dazu, guten Abend. Und Tortun, dafür gibt es natürlich auch für dich ein herzliches Finanzgut. Dankeschön, vielen, vielen Dank. So, okay. Wird die sauber. Den Besen können wir ja stehen lassen. Komm mal. Na, nun, hüpf doch drüber. Himmelherrgott. Also der Unimog ist echt Liebe. Der Unimog ist einfach nur... einfach nur geil. So, papum, papum, papum. Hier noch so drin haben im Lage. Lage. So, Weizen, okay. Ja, schön. Gut, da passt das. Können wir die Hühner jetzt wieder gut füttern? Wie, was hast du jetzt verlost bei dir? Ein Shot beim Tino erste Mal. Ja. Und ja, den Rest nachher noch so über den Abend. Ich habe jetzt eins von ihm und eins von mir. Jo. Naja, wir haben ja den ganzen Abend noch. Ja. Bin entspannt Zeit. Mache ich dann nochmal und dann mal gucken. Habe ich denn jetzt den Sammelwagen hier nach hier oben irgendwo, ne? Jo. So. Ich sag mal so, weil wir heute ja auch die Thematik schon hatten mit den Ballen. Ja. Wenn wir also die Thematik Ballen hasseln, wird es sich entschärfen, so glaube ich, wenn wir die Freifläche dann haben. Ja, deswegen musst du ja doch aber trotzdem einsammeln. Ja, ja. Mit der Freifläche ist ja auch angedacht, dass wir auch in dem Sinne auf Produktion gehen können. So, das da und da hast du ja dann oder hat man ja dann noch was anderes, um das Ganze quasi zu nutzen. Ja. Ja, so, und da kann man sich ja dann noch mal anders positionieren. In dem Sinne. So. Bin mal gespannt, wie es nach der Nacht ist, ob es dann immer noch so Mikrolecks gibt. Wobei, so ist ja absolut in Ordnung. Oder? Leckmäßig meinst du? Ja. Naja, es gibt schon. So bleib, bin ich zufrieden. Yeah, es könnte flüssiger sein, das stimmt. Aber es könnte auch schlimmer sein. Ja, das stimmt, aber du weißt doch, man ist doch immer. Man will es doch immer so schön wie möglich haben. Das ist doch immer so eine Sache. So. Guck ich denn? Oh. Haben wir ja auch noch was drin. Gut, da hauen wir das nochmal rein. Der Pedi hat geresubbt im siebten Monat und schreibt dazu gar nichts. Aber Pedi, vielen, vielen Dank dafür. Gibt's natürlich auch für dich. Das Herz fürs Herzen gehabt. Dankeschön, mein Bester. Er schreibt dazu. Gar nichts. Ja, das fand ich jetzt ein bisschen passend. So. Mein Dönerteller wird ja gerade kalt. Eine Pommes kann ich mir. Dein Töner? Achso, kannst du ja nicht nebenbei futtern, ne? Nee, also könnte ich, aber ich habe kein Problem damit, kalt zu essen, tatsächlich. Nee, ich auch nicht. Ich habe ja hier, wie gesagt, die gebackenen Wantan, die ich hier neben mir habe, wo mir gerade nebenbei auch wirklich der Zahn trocken, muss ich ganz ehrlich sagen.
Die sind ja auch noch von gestern Abend, weil gestern gab es ja bei mir Chinesisch. Ja. Da gab es Ente süß sauer mit Reis, dann gab es zweimal Bratreis, dann gab es zweimal Vorsuppe und dreimal Frühlingsrollen A8 Stück. Hm? Und der Rest sind halt die gebackenen Wonton. Deine Verdienste von YouTube und Twitch gehen doch komplett fürs Essen drauf, oder? Nein. Man könnte es denken, aber nein. So ist es nicht. Es ist halt nur, ja, einmal im Monat kann man sich das doch gönnen. Ich war ja auch lange nicht mehr beim Schachtelwirt. Guck mal, sonst bin ich sonntags immer beim Schachtelwirt gewesen. Das ist ja auch so. Na? Weil wir keine Stellfläche dafür haben, Banana. Deswegen. Allein deswegen. Nee. Ah, komm her. Ach, komm her. Wir haben den Global Market schon wieder voll. Oh, echt jetzt? Ja. Bis hier gerade mal. Da macht ja nichts. Ich glaube, ich brauche einen kleineren Frontlader. Na komm. Aber jetzt. Kriege ich dir da jetzt hier bewegt? Gar nicht. Muss erst wieder aufsammeln und wieder draufkippen. Ach ey, ich habe noch was vergessen. Ich muss gleich nochmal was aufheben. Also liebe Leute, ich glaube, wir brauchen ja noch ein Gewicht. Ich glaube, wir brauchen ja noch Gewicht. Eieieiei. Das war jetzt, das war anders, ne? Blackbeast, servus und hallo, schön, dass du da bist. War ja anders. Muss man beim Global Market noch was runterladen? Tortun. Ja, es gibt die Global Market, also es gibt die Exe-Datei, die du dann entpacken musst. Und da ist der Global Market drinne, quasi. Und dann kannst du den dann auch nutzen. Ja. Ja, da. So. Ah, und es ist schon wieder so, wie es ist. Sag mal, hörst du jetzt mal auf? Ey, was macht der denn? Also mein Traktor steht, falls deiner jetzt gerade irgendwelchen Schlickstack macht. Ach so. Ja, anstatt dass die Ladefläche von dem Ladewagen runtergegangen ist, ist der Anhänger hoch. Unglaublich. Und ja, du hast ja gesagt, die kleinen Mikrolex. Jetzt hast du den Salat. Ja, wir sind zu viele. Das ist, Also hier ist gerade... Warte. Aber es bewegt sich. Es bewegt sich. Ja, aber gleich nicht mehr. Das leckt jetzt wieder wie Bulle, wie vorhin auch. Guck, jetzt hängt's wieder. Ah, verdammt Axt. Gleich liege ich hier im Silo drin wahrscheinlich. Dann müssen wir runter reduzieren. Das ja, aber das so sporadisch kommt, wundert mich. Das muss doch in irgendeiner Arbeit passieren, oder? Nicht unbedingt. Ich tippe eher da drauf. Ich tippe eher darauf, dass ein schwacher PC dabei ist. Oder mit schwacher Leistung oder sondersgleichen. Ich kann es dir nicht sagen. Das ist halt so meine Vermutung. Hm. Weil wir wissen ja bekanntlich, ist es ja nun wirklich so, im LS hast du einen schwachen PC mit dabei, der reißt alles runter. Von der Leistung her. Ja. So. Das mit dem Global Market, Lady, das ist einfach kontogebunden. Also ich sehe nur, wenn ich in meinem Konto bin, sehe ich im Global Market auch nur das, was in meinem Konto da reingeschmissen wurde. Und so sieht Excel auch nur sein Zeug, was reingeworfen wurde. Das wird vom Konto her getrennt. Ja. Weil wir in unterschiedlichen Konten sind. Genau. Also der Fairness halber finde ich das sogar nicht verkehrt. Hey, ja, natürlich. Ich meine, sonst müssten wir ja jedes Mal rechnen. Ja, deswegen. Also, es ist schon gut, dass es so ist. Ja. Aha.
ist schon wirklich gut, dass es so ist. Aber es ist, das Thema hatte ich mit Yannick am Freitag schon mal. Hast du das auch mitbekommen von Global Company? Das ist da, wo jetzt, ach, ich weiß gar nicht, ob es da, war das jetzt eine eigene Spielversion? Ich glaube, eigene Spielversion, die da kommen wird, ja, so Global Market oder überhaupt Global Company Style-mäßig. Ja. Bin da aber noch nicht tiefer informiert, was das Ganze anbelangt. Ja, habe ich jetzt noch nicht gehört. War letztens, am Freitag war es auf Insta, da hatten sie da mal was rausgeholt. Da hatten sie da mal in der Story was drin. Gucken, so, was da kommt. Ich bin gespannt. Mal gucken. Mal gucken. So, wenn du sagst, der Global Market ist voll. Ich habe es gerade verkauft. Ach, du hast gerade verkauft, okay. Ah, Chris Cross hat es auch gelesen, okay. Na ja, gut. Aber ich meine, wenn du mal verkaufst, schaut vielleicht auch nichts. Naja, nee, wie gesagt, ich bin gerade auf dem Weg dorthin, weil ich will sowieso was abholen. Oh, Vollbremsung. Und PC soll ein eigenes Spiel werden, okay. Ja, ja, genau, das war's. Und. Weiß nicht, stellst du gerade die Frage, wie oder was? Wie soll das denn funktionieren? Na, ich glaube, es so vielleicht so in der Art wie. Warte, wie hieß das, was du manchmal. Sportfieber? Genau. Also, vielleicht, ich weiß es nicht. Hä, und dann kipp ich hier im LS-Zeug da rein, dann sieht der das in seinem GC-Spiel und dann kauft irgendein anderer aus dem LS das. Ach komm, das hätte ja klappen können. Ah, passt sogar. Das weiß ich nicht. Das kann ich dir nicht genau sagen. Wie, was, wo? Kann ich mir nicht vorstellen. So, das verkaufen. Vielleicht ist es auch komplett eigenständig, ohne Verbindung miteinander. Hm. Das kann halt auch sein. So. Nein. Wechsel bitte in LU. Jo. Silange. Okay. Gut, bin mal LU. Hallo, liebes LU. Hallo. Sag mal, liebes LU. Mischration ist alle, wa? Im Global Market. Weiß nicht, kann sein. Ja, ich weiß nicht, ne? Ha, habt ihr Mischrationen, die man da vielleicht reinkippen könnte? Nee, wa? Nee. Dass ich die käuflich erwerben kann, nicht? Ja gut, vielleicht gibt es den einen oder anderen, der Mischrationen in den Global Market eventuell liefern könnte. Aber, liebes LU, Sie haben mich angerufen. ja, und zwar... hätte ich eine Rechnung für Sie? Oh ja, gern, bezahle ich gern, natürlich. Baum. Kleiner Augenblick, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass Sie so schnell kommen. Ja, also wenn Sie rufen, Herr LU-Vorsitzender, bin ich sofort Gewehr bei Fuß bei Ihnen und schnalze mit den Socken. Ja, ja, ich merke das schon, Weil ich mir denke, das ist dann weniger Stress für Sie. Das Blöde ist, ich muss Ihnen erst eine Rechnung ausstellen, damit ich neue Aufträge annehmen kann. Das ist überhaupt kein Problem. Soll ich da erstmal nochmal gehen oder was? Oder? Nö. Okay. 8650 hast du gesagt. 54. Ne, 87. Passt so, wa? Ja, wundervoll. Danke. Würde ich sagen. Gut. So, das hatten wir, ich glaube, sogar alle Mitarbeiter frei. Alle Mitarbeiter frei. Okay. Nee, Entschuldigung, drei Mitarbeiter. Drei Mitarbeiter. Okay, was macht der eine noch? Ansehen auf A24. Ansehen. Das ist aber keiner. Das ist auch ein Weg dahin. Ach so, okay. Er ist vielleicht unterwegs zum Nachtanken. Ja, ach echt? Ja, sowas gibt es zum Beispiel auch. Villa die Waldfee, okay. Also die 13, 12, 11, 21 sind angesehen. Die 28 auch.
Ja gut, die 28 haben wir ja Vermehrungsgras. Können wir die 21 eigentlich noch kalken? Yeah. Oder 21? Nee. Das war erst wieder, du müsstest die erst wieder grubbern und dann, ne? Richtig. Ja. Yeah. Na gut, macht nichts. Okay, könntet ihr noch vor... schafft ihr das noch, die 13, 12, 11 zu düngen? Klar, können wir machen. Und ich verweise auch ganz gerne noch einmal auf die 30. Mit der 30, wo ist denn die 30? Ganz weit weg von ihrem Hof. Ach, dort, na genau. Können wir die mal mit Unkraut behandeln? Ach nee, hat keinen Arsch mehr. Brauchen wir nicht mit Unkraut behandeln. Ja gut, da könnte sich ja einer für den nächsten Tag hin auf den Weg machen bei der 30. Mhm. Genau, und ansonsten hat quasi Priorität die 13, 12, dann beim Global Market und die 11 zu düngen. Das wäre echt toll, wenn wir das noch hinkriegen. 13? 12, Global Market und die 11. 35 und 11, ja. Genau. Machen wir. Alles klar, danke schön. So, da ja, ist er wieder. Macht er schon immer. So, wer macht was schon immer? Zu schmecken im Übrigen. Ich hatte gerade wieder ein Leck, da habe ich gedacht, ich nehme mal eine Gabel. Holzbest? Nee, das reicht, das passt. Perfekt. Da ja, brauchst du gar nicht reinkippen, Holzbest. Passt schon. Als haben sie dir wohl schon wieder gepetzt oder was? Das ist ja nichts Neues, das machst du schon ewig, dass du den Leuten sagst, hier werf mal das rein, werf mal das rein, werf mal das rein. Das stimmt doch gar nicht. Das stimmt, da brauchst du ja gar nicht rausreden. Nee, nicht. Das habe ich bestimmt schon vor 10, 15 Folgen mal mitgekriegt. Was? Ja. Milo, sagt das. Das reicht gar nicht, erst schon Wochen her. Sag doch sowas nicht, das ist aber legitim. Na freilich, ist ja auch nichts. Aber ich find's halt witzig, wie du es immer versuchst. Das war ja auch damals schon. Du hast ja so immer indirekt nur gesagt: Ja, es könnte ja sein, dass das im Global Market auftaucht. Mama, Mama. Und dabei deine Kamera rein ellipsiert. Epilepsiert. So Zwinker, Zwinker-mäßig. Ja. So Alterszungen. Ja, manchmal kommt das vor, ne? Ja. Ja, ist unglaublich. Aber ich glaube, wir sind schon wieder drüber, wa? Ein Busy. Ein Busy, so, na gut, in diesem Sinne, meine ja, lieben warte, Liebenden. Du warst, ne? Ja, genau. Wenn es euch gefallen hat, ne, lasst das sehr gerne das Däumchen da. Und der liebe Milo ist unten in der Videobeschreibung verlinkt, ne? Schaut da gerne bei ihm vorbei. Und bei ihm, wenn ihr da seid, findet ihr natürlich auch seinen Shop, ne? Da definitiv auch vorbeischauen. Und in diesem Sinne, sagen wir erstmal Tschüss und Ciao, bis zum nächsten Mal. Ciao.